Und schon wieder zurück bei Mass Effect. Wir sind immer noch auf Gipfel 15. In der Anlage, in der offensichtlich Rachni jetzt ihr Unwesen treiben. Ich habe mal ein paar Items zu Universalgel verarbeitet. Ich hoffe, das reicht. Wir müssen ein paar Dinge wiederherstellen, um in die Anlage zu kommen, wo sich die Matriarchin Benesia im Augenblick befindet. Sie begeben sich jetzt zum Dach. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Oh mein Gott. Es sind sehr viele Rachen hier oben unterwegs. Das ist das Dach. Aber da ist eine riesige Eisschicht drüber. Landleitung öffnen. Warnmeldung. Landleitung repariert. Mira Terminal. Haben wir noch mehr Landleitungen hier oder war das alles? Oh, Gladiator 6, 7, 8. Aber das ist ja leicht. Aber das könnte doch Liara tragen, oder? Ja, theoretisch könnte sie. Bisschen schlechtere Schilde, ein bisschen mehr Schadensschutz. Wow. Das behält sie mal an. Das ist deutlich schicker als dieses komische Gelbe. Ja, ich lege bei der Rüstung hier Wert aufs Aussehen. Werte sind mir dann nicht so zwingend so unfassbar wichtig. Vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, dass wir ohnehin relativ gut klarkommen im Augenblick. Mit der Ausrüstung, die wir haben. Verbindung wiederhergestellt. Daten werden geladen. Warnmeldung. Verbindung zum Sicherheitslabor konnte nicht hergestellt werden. Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid, zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Okay. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Wie ist der Status der Riftstation? Die Riftstation wurde von der Besatzung geschlossen. Zurzeit gibt es keine Gefahrenstoffe in der Einrichtung. Dann ist das Personal noch am Leben? Ja, aber das Personal umfasst weniger als die offiziell vorgesehene Anzahl. Warum wurde die Riftstation geschlossen? Die Sicherheitsvorschriften sehen vor, dass Einrichtungen im Falle von Fremdkörperausbreitungen geschlossen werden müssen. Außerdem scheinen sich einige Angestellte in medizinischer Quarantäne zu befinden. Ich brauche einen Statusreport über die Hochsicherheitslabore. Es tut mir leid. Die Netzwerkverbindungen zu den Laboren sind abgebrochen. Der Datenbestand ist limitiert. Gibt es noch mehr Informationen? Leider nicht. Mein letzter Log-Eintrag datiert kurz nach Ausrufen der Stufe 2 Sicherheitswarnung. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Ja, aber nur noch der Hauptreaktor. Die Landleitungen funktionieren schon wieder. Das heißt, Mira hat wieder Zugriff. Und sie wurde abgeschaltet und weiß deshalb überhaupt nicht, was danach passiert ist. Ja, die Reaktoren haben sie abgeschaltet, um die Rachni erfrieren zu lassen. Aber ich habe das Gefühl, das interessiert die Rachni überhaupt nicht, die Kälte. Was denn hier?
kommt der hier einfach, der kommt tatsächlich hier unten aus dem Boden einfach raus. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Aber hier geht's zum Hauptreaktor. Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Wir sind dabei, Mira. Wir sind dabei. Ist ein bisschen eine sehr bedrückende Atmosphäre hier unten, um ehrlich zu sein. Aber ich denke, das ist Sinn der Sache. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Bist du denn? Was? 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 Okay, hier sind Geth unterwegs. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall Gibst du es ein bisschen fies, weil der kann uns hier unten nicht erreichen. Wir ihn aber schon einigermaßen. Aber warum nicht, wenn wir die Möglichkeit dazu haben? Okay, im Hauptreaktor haben sich die Geth eingenistet. Und zwar nicht zu knapp. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Wir haben die Reparaturen für Gipfel 15 beendet. Das heißt, die Personenzüge müssten jetzt auch wieder laufen. Mira wird uns nicht mehr Informationen geben als vorher. Davon bin ich überzeugt, denn wir haben entweder nicht die nötige Autorisationsstufe, um über die Forschungsprojekte zu fragen, oder aber sie war zu dem Zeitpunkt bereits abgeschaltet. Und da die hier jederzeit aus dem Boden rauskriechen können... Online. Verbunden mit dem Außenlabor. Wie kann ich Ihnen helfen? Was bedeuten diese freien Gefahrenstoffe? In der Dekontaminationskammer befinden sich gefährliche biologische Wirkstoffe. Im Interesse der Crew-Sicherheit wurde die Bahnstation verriegelt. Vor dem Betreten müssen die abgesicherten Plasmadüsen aktiviert werden. Wie aktiviere ich das Absicherungssystem? Die Steuerung der Absicherungssysteme befindet sich am Sicherheitskontrollpunkt außerhalb der Dekontaminationskammer. Warnmeldung. Das Absicherungssystem steht zurzeit nicht zur Verfügung. Was ist nötig, damit die Dekontaminationsabsicherungen wieder funktionieren? Im Kontrollsystem gibt es einen Hardwarefehler, der vor Ort mit dem Standard-Universalwerkzeug repariert werden kann. Dekontaminationskammer freigeben. Warnmeldung. Es wurden Gefahrenstoffe in den Dekontaminationskammern festgestellt. Zutritt ist nicht sicher. Wie werden wir die Gefahrenstoffe los? Die Kammer ist mit einem Absicherungssystem ausgestattet, das über 5000 Kelvin heißes Plasma in die Kammer leitet. Das reicht aus, um mögliche Gefahrenstoffe abzutöten. Das Absicherungssystem ist zurzeit leider außer Betrieb. Wo liegt das Problem? Im Kontrollsystem gibt es einen Hardwarefehler, der vor Ort mit dem Standard-Universalwerkzeug repariert werden kann.
Okay, okay. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Ich kümmere mich ja schon drum. Offensichtlich bin ich jetzt der Techniker für die gesamte Station. Es schaudert mich bei der ganzen Atmosphäre hier drin. Es schaudert mich. Weil du halt auch nie weißt, kommt hier irgendwo ein Rachni aus dem Boden? Du bist hier komplett alleine, es ist komplett gefroren alles. Das ist ja furchtbar. Was habe ich gerade noch gesagt? Und dann hörst du auch noch diese komischen Geräusche dauernd. Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport-Hub. Warnmeldung. Freie Gefahrenstoffe in der Dekontaminationskammer. Zugang zu den Passagierzügen nicht empfohlen. Sie sind eingeschlossen. Die Tür ist kein Problem. Offenbar befinden sich die Züge zu den Außenstationen dahinter. Sowas haben die in der Mülltonne. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Liberator Simon, okay. Die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle. Sie sind wahnsinnig geworden. Wir können nicht weg. Sie kommen jetzt die Tunnel hoch. Es tut uns leid, es hat keiner geschafft, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Rettet euch! Er hat sich selbst getötet, weil er Teil dessen war, was hier geschehen ist? Er hatte wohl keine Hoffnung mehr zu überleben. Er glaubte, dass es leichter wäre, sich zu töten. Nein. Nein. Jetzt. So, das Problem wäre gelöst. Online. Verbunden mit dem Außenlabor. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Die gleichen Informationen, die wir schon mal hatten, aber ich sehe doch da noch welche drin. Was? Was? Von da? Diese miesen kleinen Viecher. Ist ja furchtbar. Das sind die Passagierzüge. Es würde mich nicht wundern, wenn die komplett infiltriert sind. Oder wenn sich da nicht zumindest einer von denen verstecken würde. Das sieht mir alles zu ruhig aus. Ich glaube das nicht. Aber auf geht's. Abfahrt Central Station. Richtung Rift Station. Ich wollte gerade sagen, fahren wir in Echtzeit? Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Rift Station. Waffen raus, speichern. Speichern kann ich nicht. Schön. Das bedeutet, das Licht flackert.
Das bedeutet, 100% sind hier Rachni. Das ist ja dann, wenn dann überhaupt auch der Ursprungsort der Rachni, oder? Türsteuerung, Türsteuerung, da ist verschlossen. Hier können wir rein. Da geht's, glaube ich, zu den Sicherheitsquartieren. Bitte nicht zurückbleiben, Garrus. Das könnte hier fatal enden. Wer ist das? Captain Ventralis. Wegtreten. Wir haben, glaube ich, die Besatzung gefunden von diesem... Oder zumindest die Sicherheitsleute. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Können die Viecher die Steuerung einer Bahn bedienen? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde hier keinerlei Vermutungen mehr anstellen. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Commander Shepard von der Allianz Navy. Wir sind von Han Shan aus hergekommen. Wusste gar nicht, dass Space Marines sich gern die Schuhe dreckig machen. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han Ola konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Sie wurden überrascht und hatten Zivilisten zu beschützen. Sie haben gute Arbeit geleistet, Captain. Ach ja? Warum liegt es mir dann quer im Magen? Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Das heißt, der Ausbruch der Rachni war vor der Ankunft von Benezia. Benezia ist mit ihren Geth hier angekommen, nachdem hier schon das Chaos losgebrochen ist. Benezia, ist sie noch dort? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was eine Einzelne ausrichten könnte. Eine Matriarchin ist in der Lage, sich selbst lange am Leben zu erhalten. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Was für eine Art von Forschung wird hier betrieben? Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Und solange die Leute nicht sterben, ist das auch nicht mein Problem. Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Mich hat einfach Ihr Vorgehen beeindruckt. Eine Woche lang Angriffen standzuhalten, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Nur die Besten werden Hochsicherheitseinrichtungen wie dieser hier zugewiesen. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras. Sie werden alle zentral in der Nähe des Quarantänelabors gesteuert. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. Ola. Er ist der Einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken. Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Erzählen Sie mir von der Architektur des Sicherheitslabors. Es wurde in einem Gletscher weiter unten im Berg gebaut und ist sehr alt, dick und stabil. Wenn etwas schief läuft, heizen Sie es einfach auf und versenken es im Eis. Normalerweise gelangt die Crew mit einer Bahn von der Central Station zum Labor. Wir haben auch einen Aufzug, der direkt dorthin führt, aber der ist für Notfälle reserviert. Hören Sie mal. Ich werde meine Leute nicht dort runterschicken. Es ist einfach zu gefährlich, kapiert? Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative.
Sind Sie sich sicher, dass die Matriarchin noch im Sicherheitslabor ist? Sie ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt. Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Ja, die kommen halt mal eben hinter uns aus dem Boden raus. Na gut. Das ist natürlich schön für so eine Forschungseinrichtung, wenn die hier so im Berg gelegen ist und vor allen Dingen auf so einem unwirtlichen Planeten. Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Greifen die immer hier an? Ist doch eine offensichtliche Schlachtbank. Ihre einzige andere Option wäre über den Berg und durch die Schächte. Und sie frieren wie jeder andere auch. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Okay, die Rachni scheinen also doch von der Kälte beeinflusst zu werden. Ist natürlich praktisch für so eine Forschungsanlage, wenn die hier so abgelegen ist auf so einem Planeten, weil sie eventuelle Gefahren entweder einfach einfrieren oder verbrennen können. Und niemand wird hier jemals erfahren, was geschehen ist. Und was die Rachni betrifft, wenn wir dem glauben können, was wir bisher gehört haben, dann ist das denen relativ egal. Die führen mehr oder weniger, glaube ich, ein Abnutzungsgefecht. Schicken also so lange Rachni, bis sie irgendwann einen umgebracht haben. Und dann kommen die Nächsten. Woher kamen die? Waren die im Labor? Ich war noch nie im Hochsicherheitsbereich. Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor, oder? Doch. Doch, genau dahin will ich. Was? Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Könnten Sie das für mich übersetzen, dass es jeder versteht? Das ist eine Genetikersache. Vergessen Sie es einfach. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aurais. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit Sie endlich verschwinden? Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Kennen Sie Matriarchin Benesia? Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? Weil ich nichts über die Matriarchin weiß. Und warum sollte ich das? Ziemlich garstig, die Gute. Das wäre vorerst alles. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Nur zu. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Man sollte sie zum Verrecken hier lassen. Ist sowieso alles ihre Schuld. Naja. Oh, vielleicht haben sie ja Insektenspray. Idiot. Es ist deine Aufgabe, hier dafür zu sorgen, dass die überleben. Du nimmst deinen Job nicht wirklich ernst. Was? Nein! Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht sagen. Und ich würde meinen Job gern behalten, wenn wir überleben. Die Umgebung ist fürchterlich, aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor. Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt. Nur Wände aus Eis und Fels. Es gibt nur die Arbeit, die Entdeckungen. Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören. Vielleicht bezahlen wir jetzt dafür. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Ich suche eine Asari. Asari? Tja, da gibt es Dr. Yalis. Und da gibt es noch unseren Gast, Lady Benesia. Captain Ventralis müsste wissen, wo sie ist.
Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Ich finde das faszinierend. Es ist hier eine Situation eingetreten, in der viele Wissenschaftler und Sicherheitskräfte mittlerweile tot sind, in der sie der eigentlichen Vernichtung gegenüberstehen und sich hier in einen Raum zurückgezogen haben, wo sie gerade noch so ihre Stellung halten können. Trotzdem haben alle so viel Angst um ihren Job hier, dass sie sich weigern, auch nur ein Wort offen darüber zu reden, und zwar mit jemandem, der ihnen eventuell dabei helfen könnte. Na gut. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig, ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Ich habe gehört, dass es hier Ärger gegeben hat. Insgeheim. Ich fürchte um das Befinden unserer Wachen. Viele sind seit Tagen auf den Beinen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Scheint mir keine gute Zeit zum Handeltreiben zu sein. Amüsiert und zugleich nervös. Ich muss gestehen, dass ich nichts anderes zu tun habe. Warum sollte ich meinen Kiosk da nicht weiterführen? Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Was ja nicht verwunderlich ist, ne? Lizenz Casa Fabrication für 28.000 nehme ich mit. Und die Lizenz der Zirta Foundation ebenso. Das ist alles nicht so gut, aber hier erhöht die Anzahl der Medigel. Ich sollte nochmal bei dem anderen, bei dem Gasvieh gucken, ob wir da nicht noch auch so ein Upgrade kaufen können. Was ich hier aber mal gerade machen könnte, wäre... Alles, was 4 oder 5 ist, kommt jetzt sowas von weg. So, besser. Inventar mal wieder aufgeräumt. Zumindest ein bisschen. Haben Sie mal eine Zigarette? Und sind hier die Kippen ausgegangen? Na, ich habe leider keine Zigaretten. Wusste auch nicht, dass es hier Zigaretten gibt. Okay, hier wird einfache Dechiffrierung. Das heißt, wir können da rein, das mache ich aber gleich erst. Wir haben noch den Zugang zur Krankenstation und da müssten wir ja denjenigen finden, der da unten gewesen ist, im Sicherheitslabor, als es passiert ist. Das ist ein sehr seltsamer Weg zur Krankenstation. Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Was? Was wollen Sie? Entschuldigen Sie die Störung. Nein, es liegt nicht an Ihnen. Ich bin nur etwas verwirrt. Was haben diese Leute? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Die immer mit ihren Vertraulichkeitsvereinbarungen. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Etwas. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich muss die Details wissen. Was Sie mir erzählen, wird diesen Raum nicht verlassen. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passten sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte.
Toros B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Ganz egal, wie sicher man es macht. Biologische Waffen sind illegal. Militär, Regierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Sie haben das erschaffen, können es aber nicht heilen? Macht Ihr Leute euch keine Notizen? Unsere oberste Priorität war, dass es funktionierte. Wir waren kurz davor, ein Gegenmittel zu finden, als Mira offline ging. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Ist es gerechtfertigt, dass keiner rein darf? Nein, das Toxin hat nur eine kurze Lebensfähigkeit. Danach zerfällt es in simple Eiweißketten. Aber er will ja nicht auf mich hören. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wie schlägt sich das Wissenschaftsteam? Besser als Ventralis Wachen. Sie sind seit dem ersten Angriff kampfbereit. Ich habe Ihnen auf Ihren Wunsch Stims verabreicht. Trotzdem muss jede Spezies mal schlafen. Sie werden nervös, irrational. Sind Sie der Doktor hier? Ich bin ein Doktor, nicht der Doktor. Mein Spezialgebiet ist die Mikrobiologie, nicht Erste Hilfe. Wir hatten einen Arzt, Dr. Saleh. Er ist tot. Wir haben ihn verloren. Die Apparate können einfache Behandlungen durchführen. Mira bedient sie. Was ist nötig, um das Heilmittel für diese Leute zu holen? Die Quarantänelabore sind in der Nähe der Quartiere des Wissenschaftsteams. Sobald sie drin sind, sehen sie sich nach Aufzeichnungen um. Es geht nur darum, unsere Prozesse nachzuverfolgen. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Die Situation hier ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Biowaffen, Rachni-Studien. Es ist natürlich schön, wenn man das hier alles am abgelegenen Außenposten machen kann, um dann richtig viel Kohle damit zu verdienen. Und die Leute hier halten immer noch dem Konzern eher das Vertrauen, als denen, die ihnen helfen können. Na gut. Mach's nix. Wir finden in der nächsten Folge raus, was noch alles passiert ist hier. Darum bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.